Und da sind wir wieder zurück zu Pokémon Gold. Ich hab's geschafft. Die Qualität dürfte jetzt besser sein. Ich habe einfach bei den Einstellungen ein bisschen umeinander gespielt, haben mir das Beste rausgesucht und ja. Man erkennt jetzt alles viel besser. Ich glaube, die Auflösung ist auch höher, weil es war 144 mal irgendwas. Jetzt ist zumindest ein Schritt höher. Und so pixeln sollte es auch nicht mehr. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Jetzt juckt mein Ohr. Wanderer Karel. Karel. Also ich kenne keinen, der Karel heißt. Aber ich kenne einen. Warum ist Graz jetzt wieder unten? Naja, das war nur Zufall, dass du da jetzt deinen Treffer hast landen können. Ah ja, ich hab's gar nicht gesagt. Mein Ei ist geschlüpft und Voltilam sollte auf Level 12 sein. Ein bisschen gepusht und Smetbo habe ich zu lassen, wie er war. Dadurch, dass er das uninteressant ist. Boah, du hast es mir gegeben. Das gefällt ihm, wenn ich es ihm gebe. Sicher ein Zubat. Noch schlimmer, ein Radfratz. Also da haben wir einmal ein Togepi und einmal Voltilam Level 12. Du bist auf dem Weg nach Azrael City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Wenn die Leute schon so anfangen. Ja, dann ist es halt so. Kleinstein. Aquaknarre. Flupp. Jetzt kommen noch 17 Kleinsteins, ne? Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Und tschüss. Ja, vielleicht geht sich 20, nein, 20 wird sich nicht mehr ausgehen. Außer es ist jetzt über Level 10, dann wird sich vielleicht noch ausgehen. Ach nein, das geht sich dann nicht aus. Wenigstens gibt es da noch keine Robustheit, was uns leechen könnte. Habe ich nicht gesagt? Es geht sich nicht aus. Ohoho! Der Wanderer ist der Weihnachtsmann. Ein wildes Radfratz wieder. Weißt du was? Komm her. Ich vernichte dein Leben. Ich lösche es aus. Auf Nimmerwiedersehen. Bipidium! Level 20, jawoll! Zubat Zuberschall verwirrt meine Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Spritz, Spritz. Bei der nächsten Arena wird eher Voltilam zum Einsatz kommen. Ich glaube, die nächste Arena ist Pflanze. Und da werde ich mit Duracrog, ich meine, wird auch durchkommen, aber trainiere ich halt das Voltilam dann ein bisschen. Ups. Jetzt haben wir Wasser, Elektro, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Flug. Will ich noch haben? Ein Kampf werde ich mir vielleicht nehmen. Ein Psycho, muss ich noch schauen. Psycho oder Geistpsycho, irgendwas, was beides kann, werde ich mal auf jeden Fall noch nehmen. Ich bin durch. Verbrennt, verkokelt. So, Babal.
Slabos steckt X-Angriff in Itemtasche. Item, ich weiß, Item heißt's. Nicht schon wieder. Na, Sand dann wenigstens. Gibt das EP? Also seltener. 80, mit dem können wir leben. Bum, ba, bip, dum, bip, bip. Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Pokémoniac Satoru. Fleckmon hat er. Ei, da wäre mein Voltinam am besten gewesen. Aber das weiß man halt vorher nicht, deswegen gibt es einen Kratzer. Dann gibt es einen zweiten Kratzer. Uff, mein armes Pokémon. Ich trau mich gar nicht darunter schauen. Ich hab's gewusst, ich sollte nicht schauen. Ich hab keinen Schutz dabei, gell? Hättest mich wenigstens rüberlassen können. Warum? Zubat, verdammtes. Brambabim. Ja, genau, das wollte ich. Mit Licht. Jagt einem eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug? Jagen dir Pokémon keine Angst ein. Feuerspucker möchte kämpfen. Vulpix. Schade, das schöne Vulpix wird jetzt verrecken. Und tschüss. Blitz und Donner. So, das war's. Wir können rüber. Na, heute habe ich es wieder mit meinen Ohren. Nichts sitzt. Das Headset sitzt nicht. Gar nichts. Drecksgernstein. Wenn es jetzt wieder ein Kleinschild ist, vernichte ich es jetzt. Und so weit, okay. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Was ist denn das? Sternschauer. Ist vielleicht nicht einmal so blöd. Wir haben das Voltilam. Oder keine Donnerschock, aber falls dann. Wo ging es denn aber jetzt da weiter? Onyx. Das ist selten. Ein Volltreffer auch noch, ist total vernichtet worden.
Dann ging es doch nicht da weiter. Sag nicht, ich war eh richtig da hinten. Wäre ich einen Schritt. Na gut, dann hätte ich den Stern schon nicht. Ist auch nicht so schlimm. Bam. Gegengiftbeere wieder. Gegengift. Was kommt denn da für Bo. Nein, ich will es gar nicht wissen eigentlich. Ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Komm schon, du Lampe, lass schalte dich ein jetzt. Nämlich sehr dunkel. Muss man da ein bisschen Platz machen. Jetzt werde ich müde. Im Gameboy-Spiel werde ich immer müde. Von der Musik wahrscheinlich. Bis, na endlich bis. Lebenskratzer hau ich raus. Das war ja da noch keine Unlichtattacke, ne? Das ist ja nach Pokémon wechseln. Ja, weißt was? Wechsel mal Pokémon. Was macht der Voltilam? In Macholo, das soll drinnen sein. Fußkick. Ich ging daneben. So ein Pech. Jetzt ist er paralysiert auch noch. Als trifft er, Scheiße. Na komm, das muss aber nicht sein. Jetzt habe ich einen Volltreffer gekriegt, natürlich. Anderer Tom besiegt. Nicht schlecht, du hast viel Schwung. Ah, da ist nix. Ich wollte schauen, ob da was ist. So, gleich haben wir es geschafft. Es ist gefährlich, da hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Fleckmann-Tunnel. Alle Fleckmunds sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Holzkohleofen. Na schauen wir. Na, als erster gehe ich ins Pokémon Center, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Rede mal mit den Leuten. Weißt du über Aprikokos Bescheid? Brich eine auf, höhle sie aus und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Ah, vor der Erfindung von Pokébällen hat jeder Aprikokos verwendet. Auf Bildspezie können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Beherrschen deine Pokémon vor allem Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn deine Pokémon besiegt, oder dein Pokémon besiegt worden ist. Guten Abend. Sagt zu mir guten Abend. Wir haben was vergessen. Wir sollen einen Professor anrufen, wenn das Ei geschlüpft ist. Aber vorher lege ich das Schrott-Togepi ab, weil das will ich gar nicht sehen. So. Hallo Slabus. Wie geht es dem Ei? Wie? Etwas ist geschlüpft? Wow! Was für ein Pokémon ist es? Bitte komm und zeig es mir. Ich muss ihm zeigen. Aber das mache ich erst, wenn ich fliegen habe. Vorher kann er mich ein bisschen. Weil das ist zu viel Weg. Bist du gekommen, um Kurt zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Na, eigentlich will ich gar keine Bälle vom Kurt.
Alle Fleckmann sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist es der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser, wir bleiben zu Hause. Wow! Sind nur all die Fleckmanns hin? Wow, habe ich jetzt wow gelesen? Wo sind nur all die Fleckmanns? Sind sie irgendwo zum Spielen hingegangen? Ja, es wird schon spät. Ich sollte aufhören zum Aufnehmen. Pokémon-Arena ist verschlossen. Hast du schon mal eine Fleckmann-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Naja, eigentlich nicht. Da haben wir nichts mehr, okay? Dann gehen wir, fangen wir mal den da. Geh durch Azalea City. Und du landest im Steineichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Wir brauchen den Zerschneider. Da hinten holen wir uns aber noch. Aprikoko-Weiß. Wir müssen den Kurt leider reden. Wer bist du? Slabos, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch Fleckmons, der alte Kurt ist auf dem Weg. Das heißt, ab jetzt müssen wir runter. Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Ja, aber der rettet Pokémon. Du Biest. Du egoistisches Biest. Geht's dahin? Steineichenwald. Sieht durch das Tor. Na, eigentlich will ich zuerst zum Fleckmannbrunnen. Aber das würde ich sagen, lass mal im nächsten Part dann passieren und wir sehen uns dann. Euer Slavos. Tschüss, Dankeschön.